Läuft? Läuft schon? Läuft. Okay. Sag mal, Adi, das T-Shirt, was du da anhast. Jo. Hey, das erinnert mich an Zeiten vor Jahren. Da haben wir doch mal sowas auf YouTube gemacht, oder? Ist das aus der Zeit? Ja, doch. Dieser Kanal? Erinnert ihr euch noch, T-Shirt-Team? Ja, 11 Monate. Das war's. Damals, vor 11 Monaten. Als wir auf die Messen gelaufen sind. Ja, vor 11 Monaten. Ach, dafür war das, genau. Ja, vor 11 Monaten. Dass man gleich weiß, wo man uns findet. Vor 11 Monaten haben wir das gemacht. Das waren gute Zeiten, ja, aber wisst ihr, was geil ist? Ja, das war vor 11 Monaten. It was at this moment that he knew. He fucked up. Halt, stopp! Du, halt einfach mal dein Maul. Wisst ihr, was geil ist, dass wir immer noch am Shishan sind? Ja, natürlich. Am Shishan. Excuse me, bitch. Oh je, gleich wieder ein Hater-Kommentar. Und geil ist auch, dass ich zufällig meine Kamera mitgenommen habe. Habt ihr die gemerkt? Ich wollte mal ausprobieren, die lag übelst lange rum, war total eingestaubt und ich dachte, wenn wir jetzt schon nicht mehr YouTube machen, dann kann ich wenigstens meine Kamera irgendwie noch für was anderes verwenden. So richtig geile Naturaufnahmen wollte ich machen. Ah. Immer sind nackte Frauen davon gesprochen. Ganz durch Zufall. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nackte Frauen mit großen Brüsten zeigen, die in der Natur rumspringen. Wie findet ihr das Konzept? Ich würde sagen, wenn wir unseren Channel umziehen. Ja geil, also wenn du die Kamera bei hast, wollen wir dich einfach mal wieder in die Höhe. Was haltet ihr davon? Jetzt der alten Zeiten willen, nicht weil wir wieder anfangen wollen, sondern einfach nur für uns. Einfach nur für uns? Für uns. Und dann laden wir es nirgendwo hoch? Und wir laden es einfach nicht hoch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Intro ab. Ja, Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Okay. Das ist für uns. Ach so. Really? Da ist jetzt gar keiner hinter der Kamera. Okay. Ja Leute, wir haben hier den Pink Sea. Den brauchen wir jetzt. Ja, den hat Adi geholt, oder? Übel den gut. Brauchen wir jetzt einfach. Ja, Oktober Nummer 1. 17,90 hat der gekostet? 17,90? 100 Gramm? Ja. Ernsthaft. Ja. Guter Preis, ne? Kann man nicht meckern. Nice. Solider Durchschnitt. Ich finde auch, muss ich ehrlich sagen, ich finde die Dose auch ganz fresh wieder. Aber was ja. Blöd ist, man kann den nicht stapeln. Das nervt mich richtig. Das ist halt, wir sind ja immer noch am Ballern. Wir rauchen ja fast täglich Shisha und da hat man einfach den ganzen Schrank voll Tabakdosen und wenn die übereinander stehen, fallen die einfach runter. Ja, das ist ein Problem. First World Problem. Das ist pures Luxusproblem, aber ich reg mich darüber auf. Adi, was ist denn für ein Geschmack? Hast du ein Handy da? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Octopus Pink. Jo, gerne. Max, wie ist es dir so ergangen in der Zeit? Ja, gut. Köpfe haben geschmeckt, auch ohne euch, also ohne die anderen meine ich, die ja nicht zugucken. Ja. Also Shisha hat mir eigentlich immer geschmeckt in der Zeit. Wir laden dieses Video nicht hoch. Wir laden es ja nicht hoch. Ja. Pitaya, was ist denn eine Pitaya? Keine Pinata? Da haut man so rauf und dann fliegt das raus. Also ist das Himbeere, Pitaya, Frucht und Physalis. Ich glaube, das ist die, wie heißt die? Drachenfrucht, wisst ihr das? Was ist das? Diese komische Pinke? Ja. Pinksy? Pitaya heißt es. Pitaya, Leute, Drachenfrucht. Drachenfrucht. Himbeere und Physalis. Also ich muss sagen, ich finde die Himbeere, merkt man. Ja. Man merkt so eine, ihr kennt es, die alten Himbeertabake, wir haben es immer wieder probiert und immer wieder waren sie scheiße. Das stimmt. Und immer wieder haben sie muffig geschmeckt. Mhm. Ja. Hier genauso. Es ist dieser typische Himbeer-Muff-Geschmack. Ich finde, da ist noch was dabei, was halt alles wieder rausholt. Das ist die Pitaya-Frucht. Hast du schon mal von der Pitaya-Frucht gehört? Weißt du, was die Pitaya-Frucht ist? Natürlich. Kennst du die Pitaya-Frucht? Ja, selbstverständlich. Ich bin ein Experte in Pitaya-Frucht. Blend mal ein. Oh! Jetzt kommt wieder aus. Ich habe schon keinen Bock mehr. Deshalb machen wir keine Videos mehr, weil wir einfach raus sind. Ja. Völlig unprofessionell. Aber jetzt kann man auch mal sowas machen, ohne dass es jemand hört und sich fragt, was ist da eigentlich los? Schade. Ja, also die Pitaya ist, glaube ich, dafür bekannt, so einen Muff wieder rauszunehmen. Ja, ich sag mal so, dem Tabak fehlt ein bisschen Kälte. Ist wieder so, ne? Typisch. Ich würde da immer Sweet Peach draufschmeißen. Das stimmt. Können wir nicht probieren, eine ordentliche Beschreibung zu geben? Das können wir jetzt durch. Ich finde, wenn ich das in 10 Jahren sehe, möchte ich wissen, wie dieser Tabak schmeckt. Schnittarbeit, sag ich dir gleich. Oder, Adi? Wäre schon gut zu wissen, ja. Also, Himbeere, wie schmeckt er denn? Ein bisschen kohlig. Ist wahrscheinlich dem Wind geschuldet. Also. Gesundheit. Danke. Und dass der Wind von da kommt. Ja. Ja, da auch. Ich hab's mit dem Wind.
Sicherheit, aber Frucht wäre ein Problem. Also man hat was leicht säuerlich Fruchtiges, wenn man zieht. Und es bleibt so ein bisschen wie so ein Belag auf der Zunge, finde ich. Aber jetzt genau die das genau beschreiben, dass sich da eins der drei Sachen rausschmecken. Also ich finde, vom Geruch her würde man eine extreme Limetten- oder Zitrusnote rausschmecken können. Aber ich bin deiner Meinung, man tut es einfach nicht. Ich finde, er ist nicht sauer genug. Man merkt halt vorrangig diesen Himbeer, ja, weiß nicht, dieses Muffige von der Himbeer. Dieses Mappa-Himbeer-Geschmack. Chris tritt es vielleicht ganz gut, ja. Ja. Ich finde ihn gar nicht so krass muffig. Also für eine Himbeere ist er schon ziemlich fresh eigentlich. Aber, ja. Die Minze fehlt, aber es darf ja auch keine Minze mehr drin sein. Ich finde, man muss ihn immer gut umrühren. Das ist so relativ relativ viel Molasse drin, nicht so übel wie damals die alten Chaos-Sorten. Aber man sollte den auf jeden Fall schütteln, umrühren, bevor man ihn auf den Kopf packt, weil oben halt der trockene Tabak drauf ist, unten der übelste See. Klingt so nach Boot. Sieht man das? Aber ich sehe keins. Ja, das ist ein Boot, ein Schlauchboot. Ich dachte, jetzt kommt unsere Yacht vorbei, die uns gleich abholt, aber ich fuhr nur das Beiboot. Ja, nächstes Video dann zur Shisha-Messe 2021. Nächstes Video in einem Jahr Shisha-Messe. Ja, dieser geht ja leider aus. Obwohl... Wir könnten ein Video von der Online-Shisha-Messe machen. Wir könnten ein Video davon machen, wie wir vom PC sitzen und online shoppen. Ja. Auf der Shisha-Messe online. Ja. Auf der VR-Shisha-Messe. Das wird nicht. Und nebenbei noch ein bisschen zocken. Ganz genau. Ja. Schönen Livestream. Ja gut, aber mal, wir haben jetzt den ersten App. Was haltet ihr denn davon, wenn wir das nächste Mal einfach mal die Zeit? Der alten Zeit wählen, ohne dass wir es hochladen, könnten wir den Octopus 2. Nur für uns. Weil das ist jetzt hier Octopus Pink Sea. Nummer 1, wir könnten dann einfach Nummer 2 für uns vorstellen. Was ist denn die Nummer 2? Das weiß ich nicht. Die Nummer 2. Da sieht man wieder, dass hier niemand vorbereitet ist. Was ist denn jetzt der Titanic? Ja, weiß ich nicht. Du kommst jetzt Du schlägst es vor mit der 2 und weißt nicht mehr, was die 2 ist. Was ist die 2, wenn die 2 Pharma ist? Octopus Pharma? Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock auf die Scheiße, Mann. Deswegen haben wir aufgehört. Deswegen haben wir aufgehört. Ja, dann geh doch. Spring doch. Stürz dich doch ins Wasser. Cool, dass ihr uns zugeguckt habt. Geil. Der schwimmt jetzt nach Afrika. Ja. Rein. Tschüss. Wir machen uns noch einen Bund, ne? Ciao. Okay. Ich hab den aus dem Loyal Shisha Shop geholt, Octopus Tabak. Aber den kennen wir ja schon. Also für die machen wir doch keine Werbung mehr, oder? Achso. Ich hab den aus dem Royal Shisha Shop geholt. Machen für die jetzt Werbung? Nein, auch nicht. Welche Ureinwohner rennen über Schlangen? Du, das wäre so keine Ureinwohner. Schlangen sind ja auch viel weicher.